von der Seite an. Nennt mir ein Sieg. Mein Bogen ist hier ein Sieg. Stirb. So, schnell heilen hier. Ganz vergessen, dass es hier auch geht. So. Jetzt rennen wir hier schnell runter. Ich diene dem Orden. Ich diene dem Orden. Bereit zu dienen. Welle 9 von 12. Der ist irgendwie völlig an mir vorbeigegangen, im wahrsten Sinne des Wortes. Den habe ich völlig übersehen. Das wird nicht unbedingt angenehm. So, und hauen wir hier noch zwei hin. Ein kleines Geschenk für dich. Und für dich auch. Warum setzen wir die jetzt da oben hin? Einfach nur wegen den Flugeinheiten. Na, und das scheint zu funktionieren. Zumindest grob. Mal schauen hier, ob wir die noch erreichen. Ja. Upgrades haben wir alle durch. Ich liebe diesen Job. Hier entlang bitte, Herr Ork. Welle 11 von 12. So langsam haben wir jetzt hier den Dreh raus. Die Orks haben hier vorne keine Chance. Oh yeah, ich bin umwerfend. Die letzte Welle. Warnung. Kann tödlich sein. Oh, glänzend. Aua. Wow, 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 ich sterbe. Ah. Da versaut er. Da hat das versaut. In der letzten Welle versaut er. Mann, Mann, Mann. Eine Einheit fliegt hier noch rum, das ist dann die letzte und damit, oder zwei Einheiten sogar. Hallo. Irgendwie bin ich richtig gut. Und damit haben wir die Map geschafft und wieder sinnlos, ja, sinnlos unseren fünften Schädel versiegt, weil ich zu forsch war. In einem der letzten Videos habe ich das schon mal erwähnt, sofern man zu forsch agiert.
hat man schon verschissen. So, kommen wir jetzt mal zur letzten Map der jetzigen Aufnahme. Dann mache ich wieder ein bisschen Päuschen. Das ist harter Aufstieg. Schwaches, erbärmliches Kleinkind. Warum lässt du mich dich nicht lehren? Das hat der alte Mann auch immer gesagt. Ich werde umarmt die Dunkelheit in euch wieder, wenn ihr bereit seid. Das sagte er auch. Zumindest, wenn er betrunken war. Ich bin fertig mit dir. Du wirst nie erfahren, welche Freuden wir zusammen erlebt hätten. Hui. Na, das hatte er allerdings nie gesagt. Na, hui. So, wir haben hier eine riesige Pfütze. Riesige Fläche. Das gefällt mir jetzt hier schon mal gar nicht. Wir haben hier riesige Flächen und eine Treppe. Auf Treppen kann man immer schlecht Fallen bauen. Oder besser gesagt, gar nicht bauen. Ja, wir haben jetzt hier ein eventuell ein klitzekleines Problemchen. Schauen wir mal. Flugeinheiten. Diese Einheiten und solche Einheiten. Nehmen wir mal die Balliste mit, greift die Gegner selbstständig an. Die ist wahrscheinlich gar nicht mal so schlecht. Hier einhängen, da, da, das sind schon mal die vier für oben, denn da sind Flugeinheiten und dieser Strich hat mir vorhin gezeigt, da oben ist er, dass die auch nach oben gehen. So, das, da, da, da. Ob das so funktioniert, wie ich mir das denke, wage ich noch zu bezweifeln. Aber wir müssen ja jetzt mal hier irgendwie was bauen. Und die greifen natürlich wieder von beiden Seiten an. Das ist natürlich allerliebst. Okay, von oben greifen sie mit an, das ist schon mal ganz gut. Das ist schon mal bescheiden gelaufen, sag ich mal. Bis später, schätze ich mal. Aber wir haben jetzt schon direkt die Upgrades für die. Vielleicht reicht das ja schon. Na, zumindest kommen jetzt schon mal die langsameren Bogenschützen. Ich muss gleich kotzen. Oh ne. Oh ne. Schon? Haben wir schon mal geschafft. Jetzt machen wir noch hier noch eine Balliste hin. Und hier noch eine Balliste. In der Hoffnung, dass das was bringt. Ach, da oben. Kommen die Flugeinheiten, die angreifen. Direkt mal mithelfen. Gegen Flugeinheiten gibt es die gleiche Kohle immer noch. Sehr gut. So. Mein Bogen ist 1, 2, 3. Hier drüben noch mal. Bereit, eurem Geheiß zu folgen. 2, 3. Setzen wir noch einen vierten hin. Dann schauen wir mal.
Also lass mich nicht verarschen, mein Freund. Ah, sehr gut. So gefällt mir das. Bester Job aller Zeiten. So. Achso, die Höchstgrenze an Wächtern ist schon erreicht. Das heißt, dann können wir hier noch die Ballisten hinsetzen. Bogenschützen halten dann nicht aus dem Nahkampf. Das war lustig. Sehr gut. Das wird kein bisschen wehtun. So, jetzt werden wir mal hier noch ein bisschen auf der rechten Seite ein paar Teerfelder hinsetzen. Ah. Na, rechts fallen die Bogenschützen. Und fertig ist die Laube. War jetzt gerade nicht so schön, aber nun gut, wir haben es ja gerade noch so gepackt. Jetzt sind wir Welle 17 von 13, das heißt die Hälfte haben wir schon. Das wird klasse. Sieht gut aus. Ein paar Schützen sind gefallen, aber nicht der Rede wert, sag ich mal. Nur für dich. Okay, es ist. Können wir einen hinsetzen? Das war's dann auch schon. Alles nicht so das Wahre, ehrlich gesagt. Wir müssen die Rücksetzzeit noch machen. Bis später, schätze ich mal. Ich kann ein Upgrade mit mal machen. Kommt wieder, wenn ihr bereit seid. 1500. Ich könnte ewig so weitermachen. Ja, geht. Ist mir doch egal. Jetzt bauen wir einen Basilisk nach dem nächsten und die kosten aber 1000. Oder wir gehen doch erstmal auf die Bodensänger, glaube ich. Kosten nämlich nur 800. Auch vielleicht irgendwo eine Münze. Ja, das ist eine Münze, sehr cool. Kann ich hier den dritten auch noch bauen. Dann würde ich mal sagen, sind wir rechts relativ safe erstmal.
haben wir die ja auch erledigt. Sehr gut. So. 1, 2, 3. Und jetzt können wir noch 4 Stück bauen. Von den Kollegen hier. Dann werden wir erstmal einen hier bauen. Noch einen da. Das ist schon ein dort. Und einen hier und dann schauen wir mal, ob wir die 10. Welle von der 13. ob wir die so einfach knacken können. Wow. Sehr schön. Und wir haben sogar nochmal 2000 Münzen. Sieht alles gut aus hier. So macht man das. 12. Welle von 13. Ein Ork für alle Fälle. Fallen. Wollte mal noch ein Kill. Ah, perfekt. Für die Basilisken. Ja, jetzt kommen sie auch nicht weiter. Wir hatten vorhin ein bisschen Probleme gehabt, so direkt innerhalb der ersten paar Wellen. Aber mittlerweile schaut euch das an. Die Bodensänger. Rocken richtig und natürlich ja auch die Basilisken. Oder wie heißen die Dinger? Basilisken, ja, ihr weißt, was ich meine. Gerührt. Außerdem erstochen. Gestellt und erledigt. Es wird richtig wehtun. Oh ja. So. Letzte Welle. Oh, hier rechts liegt er schon. Und jetzt kommen die letzten Viecher noch. Und das war wieder eine Map. Die haben wir diesmal nicht verrissen, so wie sonst immer. Haben nur mit Wächtern oder hauptsächlich mit Wächtern den Damage gemacht. Und den Geschütztürmchen. Endlich mal wieder 5 Schädel. Das war der harte Aufstieg. Wir schauen noch mal ganz kurz, ob wir Upgrades machen können. Nee, gerade nicht. Wie hieß das Ding? Balliste. Genau. Eine Balliste und kein Basilisk. Aber die haben die erhöhte Reichweite ab 16. Können wir uns beim nächsten Mal holen. So, ich würde sagen, wir machen jetzt hier erstmal einen Break mit der Aufnahme. Entsprechend geht es dann in der nächsten Folge mit einem frischen Take weiter. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage einfach mal in gewohnter Manier Tschüss, bis dann.